Ja, herzlichen Dank. In der Tat, wir haben sehr, sehr viele Glückwünsche diesbezüglich erhalten, selbst die EHF-Zentrale aus Wien. Mit der sind wir in Kontakt. Darüber hinaus haben mich alle Manager der Handball-Bundesliga, sprich der stärksten Liga der Welt, diesbezüglich beglückwünscht und auch in der HBL-Zentrale hat es für Aufsehen gesorgt. Gut, es hängt insbesondere mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation zusammen. In der ganzen Sportbranche, aber auch im Handball sind natürlich die Strukturen extrem gefährdet. Die Vereine sind in existenziellen Nöten, weil wir einen Zuschauersport repräsentieren und dieser Zuschauersport ist ohne Zuschauer nicht möglich. Jetzt haben wir 6 Monate fast einen Produktionsstopp gehabt. Wir müssen dringend wieder auf die Bildfläche, sprich auch auf das Spielfeld kommen und da versuchen wir jetzt einen Restart mit Hygienekonzepten. Aber es ist einfach so, dass natürlich die Zuschauer immer noch nur in sehr begrenzter Anzahl zugelassen werden. Über VIP-Dauerkarten, Hospitality-Kontingente hängt auch das ganze Sponsoring an dieser Situation und vor dem Hintergrund sind wirklich alle Vereine, ich will mal sagen, wirtschaftlich gefährdet. Die ganzen Strukturen gilt es jetzt erstmal aufrecht zu erhalten und genau in dieser Situation einen neuen Partner zu generieren, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, TeamViewer ist ein börsennotiertes Unternehmen im MDAX, sprich, das gehört zu den 60 Unternehmen, die dann unterhalb vom DAX rangiert sind. Für uns ist es hochinteressant, weil das ist ein hochprofessionelles Unternehmen, das uns in der Stelle auch in der Weiterentwicklung nach vorne bringen kann. Was für uns ideal ist, dass sie eine hohe regionale Identifikation haben. Sie haben auch ihr Headquarter in Göppingen, aber sie sind national und international erfolgreich und passen vor dem Hintergrund praktisch perfekt zu Frisch auf Göppingen. Ja, natürlich geht es auch um unsere wirtschaftliche Existenz in hohem Maße. Ich habe gerade schon davon gesprochen, wir haben jetzt eine Entscheidung von der Politik erwirkt über eine große Initiative, die wir insbesondere aus dem Handball gestartet haben, über Teamsport Baden-Württemberg, dass wir eine 20-prozentige Auslastung hinbekommen. Das würde in der EWS Arena bedeuten, wir können mit 1100 Zuschauern spielen. Stand jetzt sind es aber maximal 600 bis 700, die zugelassen sind. Und das bedeutet, dass wir sozusagen nur die in den Sponsorenverträgen, Freundeskreis, Vereinbarungen ausgewiesenen Tickets umsetzen können. Wir versuchen darüber hinaus unsere Fanclubs mit in die Halle zu bringen und wir kämpfen mit Hochdruck daran, dass wir für das zweite Heimspiel am 18.10. hoffentlich dahingehend eine deutliche Verbesserung erreichen. Das bedeutet für uns logischerweise, dass wir Stand heute ohne Ticketing-Einnahmen zumindest mal planen müssen. Niemand weiß, wie sich die Pandemie entwickelt und es wird eine Herkulesaufgabe sozusagen, hier diese wirtschaftliche Existenz zu sichern. Es fehlen bei allen Clubs würde ich mal aus meiner Präsidiumstätigkeit schätzen, mindestens 1 bis 2 Millionen. So auch bei Frischauf, das können wir definitiv nicht über Kosteneinsparungen, auch nicht über staatliche Zuschüsse kompensieren. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich mehr als wertvoll und uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir hier einen neuen Partner und vor allem auch so ein renommiertes Unternehmen aus Göppingen dazu noch gewinnen konnten. Auf der anderen Seite ist es so, dass uns TeamViewer sicherlich auch eine hervorragende Zukunftsperspektive bietet, weil wir einfach sozusagen, wenn wir die Pandemie gemeinsam überwinden können und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen, dann hoffe ich, dass Frischauf als erstes wieder aufs Gaspedal treten kann. In der Tat, es gibt natürlich Fangruppierungen, die sich insbesondere dadurch enttäuscht zeigen, dass wir die Grundfarbe des Trikots verändert haben. Das ist aber nur die eine Seite. Die überwiegende Mehrheit, die sieht auch diese Chancen, die damit verknüpft sind und die Notwendigkeiten, insbesondere mit dem Aufsichtsrat haben wir hier eine sehr einstimmige Entscheidung getroffen und die haben uns extrem zu dieser Akquisition eines neuen Partners in der Dimension beglückwünscht. Auch viele Sponsoren und Dauerkartenbesitzer zeigen uns ein hervorragendes Rückmeldung und vor dem Hintergrund ist sogar so, dass auch der Verein und die Vereinsgremium und das komplette Präsidium hinter uns steht und von dieser Entscheidung absolut überzeugt sind.
Ja, da distanzieren wir uns natürlich extrem und äußerst scharf davon. Wir sind mit unseren Fans im Dialog und wir haben bereits vor der PK im Rathaus auch den Dialog zu den Fans gesucht, indem wir einen Termin für den gleichen Abend im Clubheim entsprechend umgesetzt haben, um die Hintergründe der Entscheidung zu verdeutlichen. Und von daher ist das in Ordnung. Diese Petition geht vor dem Hintergrund schon so weit, weil der Dialog nicht mehr mit uns erfolgt, sondern dann direkt an unseren Partner quasi sozusagen unsere Geschäftsziele entsprechend beeinträchtigt und das Werbebanner, das ist ein Punkt, wo aus meiner Sicht praktisch die Grenze endgültig überschritten würde. Vor dem Hintergrund würde ich das sogar auch als geschäftsschädigend nicht nur für Teamführer, sondern auch für uns als Unternehmen Frisch auf Köppingen bezeichnen. Wir behalten uns auch da weitere Maßnahmen vor. Wir werden morgen nochmal den Dialog bzw. Montag mit unseren Fans dann suchen und dann letztendlich entscheiden, wie wir mit dieser Situation dann in der Zukunft umgehen werden. Nein, in der Tat nicht. Wir haben in der Grundfarbe natürlich die Farbe Blau gewählt und es ist aber so, die Vereinsfarben Grün-Weiß bleiben natürlich nach wie vor erhalten. Wir haben auch im Trikot grün-weiße Elemente hier integriert. Wir haben nach wie vor unser Firmenlogo frisch auf, nett verändert und auf dem Trikot präsentiert. Es werden die Sterne auf dem Trikot vorne verzeichnet sein und auch über Schattierungen haben wir die drei Kaiserberge in das Trikot mit eingearbeitet. Vor dem Hintergrund ist es sicherlich so, dass zugunsten des Kommunikationserfolges unseres Werbepartners wir in den Verhandlungen auf diese Grundfarbe verzichtet haben. Aber das ist ein ganz normaler Prozess und wir verstehen die Firma Teamführer komplett, weil es ist ein börsennotiertes Unternehmen und damit hängt ein großes finanzielles Invest zusammen und letztendlich geht es auch um die Kommunikationswirkung für unseren Werbepartner. Ja, an der Stelle haben wir, ich habe es gerade erläutert, bewusst diese Entscheidung so getroffen, die für uns alternativlos war, weil wir gleichzeitig mit dieser Entscheidung alle Markenelemente, die frisch auf entsprechend verkörpert und Markenwerte unterstützen können. Also da sind zum einen der Name Frischauf bleibt nach wie vor erhalten. Wir haben weiterhin sozusagen gelten als Traditionsclub, allein schon aufgrund von unseren bisherigen Erfolgen. Wir haben darüber hinaus den Produktionsstandort, sprich unsere Halle EWS erhalten und können sie sogar perspektivisch in der Zukunft sozusagen noch ausweiten, um da moderne Elemente zu integrieren. Insbesondere auch was unsere Tradition angeht, planen wir dort auch ein Museum zu installieren. Das sind alles Dinge, die wir mit dieser Maßnahme entsprechend umsetzen können. Darüber hinaus ist es so, dass wir ähnlich wie bei Teamführer auch diese regionale Verbundenheit haben und gleichzeitig eine nationale und hoffentlich auch wieder eine internationale Strahlkraft in der nahen Zukunft generieren können. Dafür gehört natürlich noch ein hohes Engagement und ich habe es gerade schon beschrieben, wir müssen erstmal alle gemeinsam diese Pandemie überwinden und von daher ist viel Demut angesagt, aber wir haben natürlich auch perspektivisch wieder das Ziel, im internationalen Wettbewerb dabei zu sein. Wir gelten als Talentschmiede und wollen auch mit Hilfe von Teamviewer auch den Nachwuchssendergedanken weiter ausbauen, auch über eine Verbesserung der Infrastruktur hier am Standort Göppingen und das Ganze auch nachhaltig entsprechend umsetzen. Und nichtsdestotrotz oder was auch dazu kommt, ist, dass wir unseren Mannschaftsmix, sprich eine Mischung aus regionalen Talenten und deutschen und internationalen Nationalspielern, entsprechend diesen Ansatz weiterverfolgen können. Und last but not least ist es auch so, dass über dieses Engagement es uns gelingt, diese wirtschaftliche Seriosität aufrechtzuerhalten. Wir gelten als ein Vorzeigeklub in diesem Bereich und wir wollen sozusagen diesen Charakter entsprechend beibehalten. Und wenn ich diese ganzen Markenwerte addiere, dann hilft uns die Marke Teamführer und auch der Einstieg in den Handballsport immens, um letztendlich dann zukunftsfähig zu sein.
Ja, für die kommende Saison wünsche ich mir, dass insbesondere die Fans wieder in hohem Maße in der Arena zugelassen werden können. Natürlich steht die Gesundheit an oberster Stelle. Das wäre ein Wunsch, den ich habe. Ich wünsche mir auch für unsere Konkurrenten, dass es ihnen ähnlich gelingt, sozusagen neue Werbepartner zu akquirieren, um letztendlich hier die wirtschaftliche Existenz sichern zu können. Und darüber hinaus wünsche ich mir einfach, dass wir gemeinsam durch die Pandemie kommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass alle Traditionsvereine hier das schaffen, durch diese Pandemie navigieren zu können. Also ich bin mir nicht sicher, ob am Ende der Saison noch alle Clubs in der Form erhalten sind. Als Geschäftsführer bin ich dafür verantwortlich, den Club durch dieses Fahrwasser zu navigieren. Und deshalb wünsche ich mir hoffentlich wieder die einmalige Hölle Süd zu erleben, wie wir es aus der Vergangenheit kennen. Und ich wünsche mir auch, dass alle Fans da dabei sein können.